wunderschönen guten Morgen aus dem Dachzelt. Das ist so lustig. Ich laufe mir ja, also es ist jetzt mittlerweile 9:30 Uhr. Ich liege immer noch hier oben. Es laufen ja schon relativ früh oft Leute hier vorbei auf dem Weg. Und in Frankreich, jetzt versteht man ja wieder so ein paar Brocken. Es ist einfach jedes Mal so lustig, was die so sagen zu dem Dachzelt. Also die, ich weiß nicht, ob die denken, man hört es nicht oder man versteht es nicht, aber die sind schon immer sehr begeistert. Naja, ich werde jetzt runtergehen und ich glaube, jetzt werde ich auch mal das Wasser mit meinem Eimerchen holen. Also erst das Zelt zusammenpacken und dann mal mein Duschzelt auspacken und eine Runde duschen, weil das letzte Mal duschen ist schon sehr lange her. Frisch geduscht, lasse ich es jetzt noch einen Moment trocknen, dann packe ich zusammen und dann geht es heute nach La Rochelle. Bin ich sehr gespannt. Ich habe übrigens natürlich ökologisch abbaubares Shampoo, trotzdem sollte man das dann nicht in Gewässer machen, deswegen bin ich da jetzt auch nicht reingesprungen. Ist alles unten in der Beschreibung verlinkt, in der Videobeschreibung, und das sind auch die ganzen anderen Equipment verlinkt. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Da unterstützt ihr mich auch ein bisschen, wenn ihr da über diese Links was kauft. Dankeschön! Den Weg nach La Rochelle habe ich jetzt noch mal was ganz Besonderes. Eine ganz coole Brücke. Schaut mal. Das ist eine, ich glaube, das ist nur für Fußgänger und Radfahrer. Man steigt da ein und dann fährt ich sozusagen hier oben auf Schienen und unten hängt sie dann so über dem Wasser. Das war in, ich glaube, Bilbao war es. Gibt es auch so eine Brücke. Die war aber auch nicht im Stadtzentrum. Das heißt, ich habe sie mir nicht angeguckt. Deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich es hier sehen kann. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Habt ihr das sowas schon mal gesehen? Sehr cool. Und man schwebt sozusagen über dem Wasser. So wie es aussieht, ist 2013 hier das komplette Rathaus abgebrannt und das haben die jetzt bis vor wenigen Jahren wieder aufgebaut. Muss wohl den Bildern nach sehr krass gewesen sein, aber sieht echt wunderschön aus.
Wisst ihr, was der beschissenste Job im Moment ist? Das, was der da macht. Das sind, keine Ahnung, an die 30 Grad. Habe ich mal wieder an der Straße geparkt. Das mache ich eigentlich nicht so gern. Aber nichts passiert. Hier gibt es nämlich kein Parkhaus. Gut, jetzt fahre ich an meinen nächsten Platz und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich werde heute schon mal ein bisschen die einzelnen Clips vorschneiden, damit ich am Samstag bzw. Sonntag nicht so viel zu tun habe. Mal schauen. Jetzt muss ich das ganze Zeug, was ich eingekauft habe, das ist zwar nicht so viel, aber ich habe halt auch noch relativ viel, irgendwie sicher verstauen und so, dass nichts hin und her fällt während der Fahrt. Und das werde ich jetzt machen und danach werde ich auch schon Essen machen. Ich habe mir Salat gekauft. Ich hatte irgendwie heute Lust auf Salat. Das ist eigentlich relativ selten. und ja, ihr werdet es im Zeitraffer sehen. Es hat übrigens alles reingepasst und ich bin jetzt schon an meinem Platz, wieder am Wasser, da unten das Wasser, und jetzt stehe ich momentan ganz alleine, mal sehen, ob das so bleibt. So sieht das doch gar nicht mal schlecht aus. Jetzt bin ich wieder voll versorgt. Den Salat mache ich gleich. Und das Wasser muss leider noch ein bisschen auf dem Beifahrersitz mitfahren. Da habe ich leider keine andere Möglichkeit. Portion 1 ist fertig, Portion 2 passt leider nicht mehr rein, die kommt dann später und das lasse ich mir jetzt schmecken. Portion 2 ist auch leer, jetzt ist aber genau das passiert, was beim Salat immer das Problem ist, oder oft. Ich habe nämlich noch Hunger. Naja, mal gucken, ob ich mir noch was mache oder ob ich mich mit Nüssen heute Abend noch ein bisschen ernähre und mit Schokolade. Wunderschönen Sonnenuntergang verabschiede ich mich für heute. Ich gehe jetzt ins Dachzelt, weil es sind relativ viele Mücken hier. Natürlich klar bei so viel Wasser. Ich habe schon einige Stiche, aber ein Dachzelt ist ja ringsherum geschützt und da werde ich mir noch den ein oder anderen Film anschauen. Also bis morgen.